Vielleicht ist da irgendwo ein kleines Element an Wahrheit drinnen. Wenn ein Außerirdischer kommt, ist das so eine fantastische Sache. Etwas völlig Neues betritt unser Leben. Menschen haben schon immer fantastische Dinge getan, aber es gab kein Medieninteresse. Ich habe einige Theorien darüber gelesen, dass alle unsere Götter Außerirdische sind, die vor langer Zeit sehr viele gute Technologie und Werkzeug bei sich hatten. Was denkst du darüber? Ich danke dir. Denn normalerweise, wenn du Gott sagst, werden die Menschen nach oben schauen, also müssen sie Außerirdische sein. Offensichtlich sind sie nicht auf diesem Planeten heimisch, also muss es Außerirdische geben. Ich weiß, dass Theorien über Theorien die Runde machen. Über alles, was man nicht erklären kann. Dass auf diesem Planeten passiert ist, möchte man eine fantastische Geschichte erfinden, dass jemand anders gekommen sein muss und das getan hat. Ich sage auch nicht, dass es überhaupt nicht möglich ist, aber ich denke, dass 95% davon nur lose Einbildung ist. Da ist ein 5%iges Element an Wahrheit dahinter. Ich kann es nicht abstreiten, nachdem ich am Manasarovar und dem Kailash war. Es ist eine lebendige Konfrontation. Es ist eine lebendige Begegnung, deshalb kann ich es nicht abstreiten. Aber bei allem, das man nicht erklären kann, zu glauben, dass jemand anders von irgendwo herkam und es getan hat, ist ein uraltes Problem, das sich bis zum heutigen Tag fortsetzt. Wenn du nicht weißt, wie etwas in deinem Leben passiert ist, dann muss er es gewesen sein, der es getan hat. Ihr wisst ja, dass immer jemand anders verantwortlich ist für all die Dinge, von denen wir nicht wissen, wie sie geschehen sind. Ich denke, es sind zu 95% Vermutungen. Vielleicht ist da irgendwo ein kleines Element an Wahrheit drinnen, vielleicht. Aber statt sich auf diese fantastischen Gedanken und Philosophien und Glaubenssysteme einzulassen, dass ihr anfangt, Außerirdische zu sehen, die in euren Städten herumschweben, wenn sie kommen und sich vorstellen, okay? Bis sie kommen und sich vorstellen, dass sie kommen, hier stehen und sagen, Sadhguru, das bin ich. Ich bin vom Mars gekommen. Bis dahin können wir sie ignorieren. Wirklich. Bis dahin könnt ihr sie ignorieren. Weil ich weiß, ihr habt Hollywood-Filme gesehen und sie werden kommen und euch angreifen und ihr müsst euch auf der Stelle vorbereiten. Ihr müsst eine Armee aufstellen, um die Außerirdischen zu bekämpfen. Jemand macht Geld damit, diese fantastischen Gedanken in eure Köpfe zu bauen. Ihr müsst sogar Kriege mit den Sternen führen. Ich dachte, ihr könnt etwas Besseres machen. Ich dachte, ihr könntet zumindest etwas Besseres außerhalb dieses Planeten machen. Ihr seid nicht in der Lage, eure Vorurteile abzulegen und ihr wisst schon, Wut und Hass, den wir gegen Menschen erschaffen haben. Wenn ihr nicht in der Lage seid, das abzulegen, dachte ich, dass wir zumindest Außerirdische willkommen heißen und eine Party mit ihnen feiern könnten. Aber nein, auch mit den Sternen Kriege. Ich denke nicht so. Wenn ein Außerirdischer kommt, ist das so eine fantastische Sache. Etwas völlig Neues betritt unser Leben. Da könnte es so viel Klatsch und Tratsch geben. Und ihr könntet so viele Dinge teilen, eure Einblicke in den lokalen Tratsch. Und sie haben vielleicht ihren Tratsch. Es könnte eine fantastische Interaktion sein. Wie auch immer, ihr redet davon, dass sie kamen und das gebaut haben. Sie kamen und haben die Pyramiden gebaut. Sie kamen und haben die Maya-Tempel gebaut. Sie kamen und haben den indischen Kailash-Tempel gebaut. Ihr wisst, es geht weiter. In Indien gibt es einen Tempel, der als Kailash-Tempel bezeichnet wird, der nicht gebaut wurde. Er wurde von oben in einen Berg geschnitten, okay?
Sie haben knapp 4 Millionen Tonnen Gestein abgetragen. Ich möchte, dass ihr versteht, was ich sage. Es ist als, nehmen wir an, dieses ganze Ding war ein Felsen und wir haben diese Halle aus diesem Felsen herausgeschlagen, okay? Genau so haben sie einen Tempel, der dreistöckig ist, mit aufwendigen Schnitzereien herausgeschlagen, von oben. Für jeden Bildhauer ist es sehr schwierig, von oben nach unten zu arbeiten, okay? Aber sie haben auf diese Weise Skulpturen bearbeitet, hunderte von Steinbildern und 3 Tempelstockwerke. Es ist eines der unglaublichsten Dinge, die Menschen je auf diesem Planeten geschaffen haben. Ich möchte diese Ehre nicht den Außerirdischen zukommen lassen. Als ich zum ersten Mal diesen Kailash-Tempel besucht habe, war ich stolz darauf, ein Mensch zu sein. Weil 4 Generationen von Menschen, 135 Jahre, vielleicht 5 oder 6 Generationen von Menschen, 135 Jahre nach dem gleichen Plan gearbeitet haben. Nur mit Hammer und Meißel wurden 4 Millionen Tonnen Gestein entfernt und sie bauten einen Tempel. Nichts wurde gebaut, alles wurde aus dem Berg geschlagen, nicht so, von oben nach unten. Es ist das beeindruckendste Stück Technik und Handwerkskunst, das Menschen auf diesem Planeten gezeigt haben. Als ich dorthin ging, schwoll meine Brust. Es gibt so viele Dinge, die Menschen tun, für die wir uns schämen sollten. Aber es gibt viele Dinge, die sie getan haben, auf die wir wirklich stolz sein können. Ich möchte diese Ehre keinen Außerirdischen zukommen lassen. Nein, Menschen haben das getan. Menschen haben immer schon unglaubliche Dinge getan, aber die Medien waren nie interessiert. Nur die, die schreckliche Dinge getan haben, bekamen die Aufmerksamkeit. Auch heute, oder nicht? Es spielt also keine Rolle, wer es getan hat. Außerirdische haben es getan, Menschen haben es getan. Was zum Teufel haben wir als eine Generation von Menschen getan, ist sehr wichtig. Erschaffen wir etwas in dieser Welt, auf das zukünftige Generationen zurückschauen werden und sagen, wow, diese Leute der 21. Generation haben so fantastische Dinge getan. Etwas, das sie stolz macht, Menschen zu sein. Nicht beschämt, Menschen zu sein. Lasst uns so etwas tun.